Recht herzlich willkommen zur 116. Folge von Towns. Ja, wir waren letztes Mal hier beschäftigt und haben das Treppenhaus hochgezogen, beziehungsweise dieses hier zugemacht. Da steht einer, aber es bewegt sich noch, ne? Was der da macht, weiß ich nicht. Ist schwierig zu sehen hier ein bisschen, aber wir sind schon auf der zweiten Ebene hier oben. Ja. Hier auch, das machen wir gerade zu. Wunderbar, oder? Ich hoffe, die gehen hier alle noch hoch. Ja, da kommt gerade einer. Treppenhaus ist noch begehbar. Drei Steine zu. Einer noch. Und was machen diese hier? Bärmann. Sollte Bergmann heißen, ne? Da steht Bärmann. Naja. Egal. So. Dann könnte man sagen, wir machen hier noch mehr. Ja, zwei haben wir gesetzt, ne? Aber wir wollen ja mehr setzen. Shift-Taste gedrückt. Da wird schon was hingebaut. Hier können wir auch noch was bauen. Ja, da war die Shift-Taste nicht gedrückt. Und siehe da, wieder vergessen. Ne, da müssen wir da erst bauen. Wir können aber hier warte mal, das ist der. Das ist also der erste Stein. Das ist der zweite Stein. Ja. Und da kommt es eigentlich schon zu, ne? Ich weiß noch nicht, ob sie da noch hinkommen. Schwierig sich gestalten, ob da noch ein Stein gesetzt werden kann oder nicht. Wir werden es gleich sehen, oder? Jo. Da ist auch einer gesetzt. Also gut. So, darüber haben wir auch noch eine Etage gemacht schon. Ah, da war. Da wurde er gerade gesetzt, der Stein. Passt. Drüber geht auch einer. Und manche laufen nicht weg, ne? Gut. Wie sieht's hier aus? Alle Betten da, ne? Ja. Und wir haben hier 88 von 80. Das heißt, es liegt ganz klar hier drinnen. So, da vier Stück. Naja. Das fehlt hier definitiv jetzt an Zonen. Damit hier Leute kommen. So. Sie werden gleich welche erscheinen. Gut. Was ist hier jetzt passiert? Habe ich was Falsches gemacht wahrscheinlich. Damit. Ich habe hier oben hingeklickt, ne? Kann das sein? Das war natürlich total verkehrt, ne? Und, ja, da war die Shift-Taste wieder weg. Ja, was mache ich jetzt hier? Vier.
Wo, da kommt eine Wand hin, da kommt ein Gang hin. Jetzt hat das wieder nicht geklappt. Ah, ich habe die Steuerung-Taste erwischt. So, 1, 2, 3, da kommt sie hin, oder? Einer da hin. So, da ist der Gang, deswegen kommt da kein Zimmer mehr hin. So, das ist zu, das auch. Und da machen wir das auch erstmal zu. So. Eine Etage gucken. Aha. Dann haben wir das schon mal richtig gemacht. Und machen wir so. Dann passt das schon. So, dann sind die Mauern gezogen. Und wie viel haben wir hier oben? 52 schon. Wir brauchen 80. Mussten wir nicht vorher auch 80 haben? Ich glaube, höher geht's nicht mehr. Kann das sein? Ja, ist ja auch schon reichlich, ne? Die kommen da lang. So, nachher gucken, ob wir da noch einen Gang hinkriegen, ne? Tja. Ne, lass mal erstmal weg. Wir machen erstmal das fertig, wenn. Und dann schauen wir weiter. Okay. 3 Immigrants arrived. Achso, die müssen wir auch noch zuordnen. Das können wir mal gerade machen. Erster Essen, zweiter Erntehelfer und dritter. Oh, ein Träger raus. So, dann muss der noch was anziehen. Erntehelfer mal hier. Auch noch was anziehen und der Träger ist da. Der braucht immer noch eine Brustplatte. Und der muss ja auch noch was anziehen. So, dann geht das da voran. Ja. Hier hinten können wir noch die zweite Etage drauf bauen. Ne? Okay, wir haben ein paar Lücken zu viel. Jetzt gerade hell. Dann machen wir Pause, ist drin, weil der Händler kommt. Jetzt mal weiterlaufen. Da fehlt es noch, da ist schon alles gut. Da geht's mal so weit. Hier haben wir einen Versatz drin, ne? Müssen wir mal gucken, was wir da machen. Aber lass erstmal so laufen. Jetzt ist der Händler, glaub, da. Und sind da jetzt irgendwelche Sachen bei, wo ich sage, ja, brauchen wir. Und den Vogelkäfig nehmen wir auch. Die Pflanzen können wir auch gebrauchen. Herzen. Chest. Das nehmen wir alles. Und er kriegt hier was. Dann wäre der grüne Schleim weg, ne?
so viele Routen will er dann doch nicht. Aber so viel. Und handeln wir. So, und dann geht's wieder weiter. Okay. Der ist da in seinem Raum. Da ist aber niemand drin in den Räumen. Ja. Hier können wir noch erweitern, sehe ich gerade. Dann würde ich ja schon fast vorschlagen, machen wir hier noch eine Wand hin, ne? Okay. Ja, wird alles zugebaut irgendwo, ne? Dauert halt seine Zeit. Die pennen schon in den offenen Räumen. Sind glücklich und zufrieden. Was soll sie sonst sein? Was macht die Ausrüstung von denen? Oh, der hat schon Bogen tatsächlich in der Hand. Ah, da ist schon fast alles. Aber Holzfäller gab es auch schon früher. Okay, da ist ein schicker Hut aufgesetzt worden. Und eine Waffe in der Hand. Mir fehlt es nicht. Und da fehlt nur eine Hose beim Essensmacher. Aber da können wir auch gerade reingucken, wie das Essen gerade ist. Ein Brot. 14 Äpfel. 15 Birnen, 16 Birnen. Okay, steigt gerade. Da brauchen muss ja keiner. Obst gibt's genug. Okay. Was sieht's denn hier unten aus? Mehl gibt's. Ah, hier unten war noch was. Da fehlt noch ein Feld. Das machen wir nochmal gerade. Ist das reiner Zufall, dass das länger ist, oder? Ich glaube, das ist Zufall, ne? Ach, das ist dieser fleischfressende Pflanzen, ne? Genau. Ja, hier oben fehlt es tatsächlich auch noch an Pflanzen. Jetzt dahin gemacht wäre, ist noch eine andere Frage, ne? Müssen wir hier noch gerade abwarten, bis der da umgegraben wird, der eine Fleck. Reicht das mit unserem Essensraum? Ja, die kommen ja nicht alle gleichzeitig zum Essen, ne? Tja. So. Heute wird genug geholt und wir bringen das hin, auch zum Füttern von Tieren, oder? Ah, da wird umgegraben. So, dann kann das auch angepflanzt werden und die beiden Stellen, die will keiner machen, ne? Können hier aber noch mal ein bisschen Licht hinmachen. Licht bei Deko dort, Kerzen, Kerzen. 1, 2, 3. Dann müsste da jetzt hin, ne? Und wo war's hier hin? Und da hin. Jetzt wollte ich da gerade eine Kerze hinstellen, jetzt geht das nicht, ne? Okay. So. Nicht mehr, die deckt nicht alles ab. Dann mache ich da noch eine hin. Jetzt müsst du das Getreide weg, damit ich da noch eine Kerze hinstellen kann, ne? Ja, dauert einen Moment. Ja. Wäre schön, wenn das einer holt hier gerade.
ne? Macht aber keiner. Da läuft jemand und holt Getreide und bringt das wohin, bitte schön? Ah, er füttert hier unten wahrscheinlich eines der Tiere. Nein, noch viel weiter weg. Ah, bis hierhin laufen. Ich glaube, das war für dieses Schaf, was tot ist. Schade. Ja. Okay. So, dann muss die Kerze dahin, mache ich aber dahin. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, dahin. Ich weiß nicht, ob das nachher reicht mit dem Leuchten. Wir werden sehen. Die drei Felder sind hier nicht gemacht worden. Humus und Sand. Auch deswegen geht es nicht. Alles klar. Ja, da können wir jetzt anders Sand anpflanzen, ne? Und da können wir einen Bananenbaum pflanzen zum Beispiel. Ich weiß aber nicht, ob wir welche haben. Die Ohr da weg. Und die Ohr da auch weg. Und Banane mal irgendwo gehabt, ne, oder? Aber ich weiß nicht, ob das hier war. Humus und Jungle, das passt also auch nicht. Quack. Die Bananen kommen da nicht hin. Kaktus. Ein Kaktus, da. Die würden gehen. Aber ich weiß nicht, ob wir Kakteen haben. Vielleicht können wir es uns auch mal irgendwann besorgen. Ich wüsste jetzt nicht, ob hier irgendwo... Hier war der Jungle. Genau. Nee, wir haben da nicht wirklich was. Dann wäre es Zufall. Okay, das läuft aber alles auf jeden Fall. Da kann man fertiges Essen lagern, da ist aber nur ein Schwein dran. Ja, gut. So sieht's aus. Wie sieht's oben aus? Ja, da sind noch viele Stellen, die gemacht werden müssen. Wahrscheinlich haben wir gerade Holzmangel. Das könnte sein, aber okay. Da gucken wir in der nächsten Folge dann weiter. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.